Ja, ich nicke zufrieden, habe genau das gefunden, womit ich gerechnet habe und gehe dann auch selber wieder nach draußen. Obwohl, hat schon jemand ja nach Abelmirs Kajüte durchsucht? Dann würde ich da mal Nö, drauf du zu treten. weißt, Abelmir müsste irgendwo nach unten das Alchemielabor durchsuchen. Bei Zulamin wurde er sowieso gestohlen. Und dann kannst du sehen, wie Zulamin gerade grübelnd und mit müden Augen über einem weiteren Buch oder über zwei Büchern sitzt. Und die Kapitänskajüte sitzt wohl immer noch da, ziemlich unberührt aus. Oh, Zulamin, habt ihr euch schon alles angeguckt? Ja, sie Gleich. reagiert wohl nicht ganz, ist viel zu schläfrig. Oh, na ja, dann will ich euch nicht stören. Dann würde ich mal Abel mir Sachen durchwühlen. Ja, du findest zwei Kisten unter meinem Bett. Eine schwere, mit Eisen beschlagenen Bändern beschlagene Kiste und eine kleine, feiner gearbeitete Kiste. In der schwer beschlagenen Kiste, die ist nicht verschlossen, einfach aus Vorhängeschloss, aber ist offen. Und in diesem findest du an den Wänden jeweils sauber aufgereiht in Art Regalen Tränke, die beschriftet sind. Und am Boden findest du Metalle und ja, ein merkwürdig aussehendes Gestein. Ja, aber mir sammelt wieder alle Scheiße. War ja klar. Ich schau mal, ob ich die andere Truhe öffnen kann. Ja, die ist auch unverschlossen, behaupte ich jetzt mal. Ich habe Naja, keine. also nachdem Jalan dich bestohlen hat, war sie Okay, zumindest. gut, dann wenn sie verschlossen, dann du sagst, ich hatte eine Möglichkeit Die war auch gefunden. vorher schon verschlossen. Dann habe ich die auch gehalten. Ist die Frage jetzt, wie gut sie verschlossen ist? Naja, Schlösser knacken plus 3. Also Was hat er denn? sie ist halt verschlossen. Was hat er denn da drin, Rafim? Zulamin hebt den Kopf. Oh ja, ich bin noch nicht sicher. Denkst du, das ist so eine Situation, wo ich die Truhe mit äußerster Gewalt öffnen sollte? Ich denke, es ist eine Situation, wo du ihn bitten solltest, sie aufzuschließen, damit du sie durchsuchen kannst. Ja, das ist aber die wesentlich langweiligere Variante, das weißt du. Dann tu dir keinen Zwang an. Ja, du hast ja recht, du hast ja recht. Ich stell seine Truhe einfach wieder hin. Weißt du. Ich komme hier auch nicht wirklich weiter. Was machst du denn da? Wir haben offenbar zwei Ausgaben von diesem Buch. Die eine ist von Kanizitiana. Hier, es sind Niobaras astrale Geheimnisse. Und das hier, das ist das Exemplar des Magiergrafen. Und eines von beiden scheint magisch zu sein und das andere nur profan. Aber ich verstehe nicht, wieso das Magische auch dicker ist. Ja, ist vielleicht was im Einband. Daran habe ich tatsächlich noch nicht gedacht. Ich habe gedacht, vielleicht ist das größer geschrieben oder das Pergament dicker. Ich dachte, vielleicht ist ein Kapitel länger, aber das scheint es nicht zu sein. Du klappst mal Ja, nochmal so den Deckel auf. im schlimmsten Fall machen wir es kaputt und auch nicht schlimm. Haben wir ja zwei. Ja, aber ich glaube, gerade das Interessantere sollten wir nicht kaputt machen. Ja, sonst musst du mal Boltax fragen, der weiß doch immer so magisches Zeug. Soll ich den holen? Ja, oder tut er gerade etwas Wichtiges? Also, er hat gerade vor diesem Baum gestanden, der mal unser Mast war und hat den bewundert. Ach Ich ja. weiß jetzt nicht, ob das wichtig ist, aber das macht er ja öfter mal. Ich hole ihn einfach. Danke dir. Ich marschiere nach draußen, stelle mich an die Reling. Boltox, jetzt lass die Blätter in Ruhe. Habt ihr gesehen? Sie wachsen so wunderbar. Ja, sie wachsen so wunderbar. Mir ist gestern schon wieder eins auf den Kopf gefallen. Das ist ein gutes Zeichen. Wusstet ihr, dass es Glück bringen soll, wenn man ein Blatt aus der Luft fängt? Nun, und euch ist es ja offensichtlich auf den Kopf gefallen. Das bedeutet, es bringt euch doppelt Glück. Oh, ja, das ist gut. Könnt ihr Zulamin helfen mit irgendwie, ja, diesem blöden Buch von dieser komischen alten Frau da, die schon ewig tot ist? Ach ja, Niobara. Ja, genau die. Ah, ja, ich komme. Ja, wunderbar, wunderbar. Wo ist Zulamin denn? Kapitänskajüte. Ah, alles klar. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ihr könnt euch ja noch ein bisschen im Schatten des Baumes sonnen. Ja, okay, mache ich.
Nachts um 11. Ja, genau, das war der Witz. Genau, dann würde ich mich zu Zulamin in die Kapitänskajüte begeben. Zulamin, Rafim hat gesagt, du bräuchtest meine Hilfe. Worum geht es denn? Ach, ich bin nicht sicher. Du hattest dir das Buch ja schon angesehen. Aber schau, ich habe die beiden Exemplare verglichen und das Original ist deutlich dicker. Ich dachte, dass vielleicht... Naja, dass vielleicht etwas mehr darin steht, aber vielleicht ist dieses mehr gut verteilt. Das Problem ist, ich kann das Buch nicht lesen, weil ich die Sprache nicht spreche. Deshalb, ich weiß jetzt nicht, wie ich dir helfen kann. Es ist auf jeden Fall sehr offensichtlich, dass das Kanizitianas Exemplar magisch ist. Das ist richtig, das ist richtig. Das haben wir beide ja schon antizipieren können, nicht wahr? Ja. Ich würde mir trotzdem gerne mal die Sternbilder und Sterndaten angucken, auch im mithilfe, unter Zuhilfenahme von den Niobaras Sterntafeln, um zu gucken, ob ich da vielleicht dann doch noch was rausfinde. Ja, eine Sternkundeprobe und rechnen. Alles klar. Frage wegen der Sternkundeprobe. Die Tafeln geben Erleichterung. Wie viel Erleichterung geben die? In diesem Fall nicht, weil sie nicht für die Navigation benutzt werden, sondern um den theoretischen Hintergrund der astralen Geheimnisse. Okay, alles klar. Gut. Dann schauen wir erstmal die Sternkunde. Die wäre mit 6 geschafft. Und dann kommt die Rechnenprobe. Die wäre mit maximal 8 geschafft. Ja, es liegt nicht am Einband und es liegt auch nicht an den Seiten. Sie sind genauso gefüllt, meinst du? Aber doch, wenn du dich etwas konzentrierst und beim Umblättern wieder deine eigene Hand siehst, wie sie dann zurückblättert, dann lässt du so ein bisschen deine Macht, deine Sternkraft unbewusst in das Buch hineinfließen und bist wohl der Meinung, dass sich dort Prophezeiungen befinden, die in dem anderen Buch nicht stehen. Wo ist das also? Das könnte es erklären. Was denn? Habt ihr die Stelle gefunden? Nein. Es ist das, was gewissermaßen zwischen den Seiten steht. Nicht zwischen den Zeilen, sondern wirklich zwischen den Seiten. Es ist gewissermaßen so, dass dieses Buch Prophezeiungen bereithält. Wenn ihr euch darauf einlasst, nun... Vermutlich führt es dazu, dass das Buch dicker erscheint. Nun, die Prophezeiungen müssen ja auch irgendwo hin. Das hört sich sehr seltsam an, aber... Es ist gewissermaßen magische Verschränkung. Nun, stellt es euch folgendermaßen vor. Wenn ihr ein Buch schreibt und dieses Buch noch einmal abschreibt und dann legt ihr ein paar Zettel zwischen die Seiten, dann wird das Buch ja dicker. Wenn diese Zettel aber nun fort sind, dann war das Buch einmal dicker und könnte es wieder sein. Ich verstehe, dieser seltsame Effekt. Richtig. Die Zettel sind gewissermaßen zwischen den Seiten, aber sie sind nicht da. Trotzdem ist dadurch das Buch dicker. Die Zettel sind gewissermaßen woanders. Ein Buch hat ein Gedächtnis. Und das konnte der Kopist natürlich nicht kopieren. Nein, selbstverständlich nicht. Daher wissen wir jetzt auch, dass es sich wohl wirklich um das Original handelt. Ja, aber hilft uns nicht weiter, oder? Ich weiß es nicht. Kanizitiana hat behauptet, dass er daraus die Inspiration für diesen Spiegel gezogen hat oder sogar eine Anleitung? Zulamin, ich glaube... Du und ich, wir sind diejenigen, die im Geiste noch am ehesten bereit sind, sich auf Prophezeiungen einzulassen. Ihr erinnert euch an diesen Prophezeiungsfakultäten-Menschen in Al-Anfa, nicht wahr? Ja. Vielleicht sollten wir versuchen, die Prophezeiungen aus dem Buch herauszuziehen. Sie gewissermaßen für uns lesbar zu machen. Das könnten wir sicher... versuchen? Das ist gut. Nun, es gibt mehrere Möglichkeiten. T-Satz lesen zum Beispiel, hatte er gesagt, oder den Flug der Vögel. Aber in dem Fall haben wir ja schon ein prophezeiendes Medium.
Wir bräuchten jetzt nur jemanden, der es entschlüsseln kann. Und da kommt ihr ins Spiel. Ihr sprecht die Sprache, ihr könnt das Ganze lesen. Ich kann das ja nicht. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn ihr euch zurückzieht und euch auf die ganze Sache einlasst. Ich bin natürlich währenddessen die ganze Zeit bei euch, falls etwas Schlimmes aus dem Buch herauskommt, etwas Böses, Magisches, das ich euch schützen kann. Abenteuer! So, ja. Diamantes, sieht so, dass du den Kapitän hochholst. Das Schiff hat uns gleich eingeholt. Ei, ja. Haaswolf. Für den Kapitän. Endlich tut er, was man ihm sagt. So, dann Gefechtsrollen einnehmen! Dafür hättet ihr auch einen Laufburschen schicken können, oder? Nein, es geht ums Prinzip. Er hat mir vorhin widersprochen. Und er tut, was ich ihm sage. Ja. Behaltet im Kopf, dass wir uns hier kein Gefecht liefern wollen, wenn es nicht Not tut. Interessiert mich nicht, wir nehmen trotzdem Gefechtsrollen ein. Selbstverständlich. Nun, dann sollten wir... Die sind in 5 Minuten bei uns. Ja, gut. Ich weiß nicht, soll ich mich verstecken, soll ich mich offen zeigen? Keine Ahnung, ist mir doch egal. Ja, ich habe auch Erial angefragt. Nun, es ist eine Talucke. Sie können uns also nicht gefährlich werden, selbst wenn Sie es wollten. Entsprechend sehe ich keinen Grund, dich unter Deck zu verbannen. Schließlich hast du dir ja nichts zu Schulden kommen lassen, außer einem Missverständnis aufgesessen zu sein. Das die Kanonen von Ihnen sind zumindest eingezogen. Das ist gut. Ja, sehr schön. Dann werde ich mich einfach offen zeigen. Captain, außerdem erwarten wir, dass es sich hier um die Männer des Sonnenmarschalls handelt und ich bin mir sicher, sie werden vernünftiger sein. Captain. Ja, bei mir die Tür wird geöffnet und du siehst, wie Diamant das dort drin steht. Ja, wir treffen gleich auf die Talucke des Sonnenmarschalls. Etwa 5 Minuten, dann sind die da. Na gut. Gut, ich würde den Schlüssel, der wahrscheinlich von innen steckt im Alchemielabor, gehe ich mal raus, die Tür schließen, abschließen und den Schlüssel an mich nehmen. Jawohl. Habt ihr hier gefunden, wonach ihr gesucht habt? Nein, noch nicht. Ist nur eine Frage der Zeit. Ach, gut, lass uns bedauern. An Deck gehen. Wir müssen uns um diese verdammten Prioten kümmern. Ja, Captain? Sie sind gleich bei uns. Ich will so schnell wie möglich weiter, aber wenn sich hier die Gelegenheit bietet, uns Ihre Unterstützung für die Reise nach Yandraskan zu versichern, könnte es sich lohnen, darin ein wenig Zeit und Nerven zu investieren. Meint ihr wirklich, sie helfen uns? Es ist die Talucke des Sonnenmarschalls und er sucht nach demselben wie wir. Ich dachte, der wahre Orden sucht nach uns. Gut. Offensichtlich hat der Bursche mal wieder die Nachricht nicht richtig überbracht. Gut. Und dann werden wir sehen. Ja, sollte sich das Ganze als frivol herausstellen, müssen wir so schnell wie möglich weiter. Unsere Pflicht duldet keinen Aufschub. So könnt ihr allesamt an Deck stehen bleiben und warten, eure Probleme, die ihr in den letzten 2 Stunden habt versucht zu lösen. Ja, warten natürlich auf euch, aber der Sonnenmarschall wartet nicht. Und dann legen sie an. Planken, die rübergeschoben werden, und ihr könnt erkennen, wie neben 2, 3 Sonnenlegionären, die euer Schiff betreten, auch Rajovin von Orkenfeld, der Marschall der Sonnenlegion, selbige Schiff betritt. Hochroten Kopf, glühend, schaut er euch an, wie ihr dort auf eurem Kapitänsdeck steht. Was habt ihr schon wieder getan, verdammt? Könnt ihr nicht einmal einen Hafen betreten, ohne dass ihr gesucht werdet? Dass ihr beschossen werdet? Nun, das lag nicht in unserer Absicht, aber wir können nicht zulassen, dass Unrecht gesprochen wird. Ich will wissen, was ihr dort getan habt. Der Wahre der Ordnung verhaftete einen Gefährten von uns, unrechtmäßig. Unrechtmäßig? Ja. Ziemlich unrechtmäßig. Und deswegen wird auf euch geschossen und ihr flieht? Ja. Nun, wir konnten nicht zulassen, dass unser Gefährte in die Gefangen dieses... nennen wir es... Und wir konnten sie wohl auch nicht gut versenken, nicht wahr? Also sind wir geflohen. Verdammt, Gold hat ihr bestätigt einfach immer wieder die Geschichten über euch. Ich hatte eigentlich gute Stücke auf euch gehalten. Hatte euch verziehen, dass ihr euch Albuin angeschlossen habt. Mir waren die Hände der Pflicht gebunden, Marschall. Ich bin mir sicher, ihr versteht. Er hat mit dieser Sache nichts zu tun. Unser Gefährte sprach vor den Dorfbewohnern von den 12 Göttern. Und das wurde ihm offensichtlich als Verbrechen ausgelegt. Das ist richtig.
Ja, Sonnenmarschall schließt seine Augen, versucht irgendwie mit seinem Frust zu kämpfen und ballt dabei seine Fäuste, schüttelt damit den Kopf, nimmt seinen Helm ab. Also gut. Feuerslob von Selem war verflucht. Ja, verdammt. Ja, und während ich da so im Knast saß, habe ich mir natürlich ein bisschen Literatur angeeignet. Wartet. Und ich kram mal die Seite hervor, die ich rausgerissen habe. Seht, wir wissen, wo das Erbe ist. Also wart ihr doch erfolgreich? Ja, im Gefängnis. Interessanterweise möchte ich hier an dieser Stelle anmerken, dass ich... Das Wesentliche. Ja, die Lex Zwergia ist nicht zur Anwendung gekommen. Gut, ich kann verstehen, warum es zu diesem Missverständnis kam. Wenn ihr wirklich von den 12 Göttern gepredigt habt, dann habt ihr nicht aufgeklärt über die Priesterkaiser. Nun, wir haben ihn schon aufgeklärt, aber hin und wieder seinen eigenen Kopf. Es waren Eosgeweihte, die Rondra-Geweihte umgebracht haben, nicht wahr? Ihr kennt doch Tesinde und Zar, verdammt. Ja, aber von denen habe ich gar nicht gesprochen. Ich kann verstehen. Gut, ich beruhige mich jetzt etwas. Und ihr wart erfolgreich. Natürlich. Was erwartet ihr denn? Marschall, also, diese Sache wird ihre gerechte Aufklärung finden, wenn die Dringlichkeit unseres heiligen Auftrages nicht mehr auf unseren Schultern lastet. Das ist zumindest ein diplomatischer Zwischenfall. Und ich stehe irgendwo dazwischen und muss mich rechtfertigen. Jetzt habe ich einfach nur die Dogulsgischt genommen, die dann aufbrach, nachdem sie die Kanonenschüsse gehört hat, und habe mich jetzt einfach in Richtung Norden abgesetzt. Euch hinterher. Wie viele Männer habt ihr? Nicht viele, 20. Die anderen sind auf dem anderen Schiff. Ich wollte erst einmal wissen, was das soll. Das Vermächtnis des Priuslob wurde nach den Erkenntnissen, die man hier auf Jidaskan unter den Teppich gekehrt hat, auf die Insel Yandraskan verbannt. Wir sind auf dem Weg dorthin. Ich habe mich darum bemüht, nun wirklich über Tage in die Bibliothek vorzudringen. Und ihr lasst euch in den Knast einsperren, in das Gefängnis, in das Kloster und könnt dann solch ein Wissen herausziehen. Wie ist euch das denn gelungen? Naja, ich bin einfach gut. Die Wege der Götter sind unergründlich. Wie ich es verstehe, hat man ihm das Buch einfach gegeben. Ja. Wer hat ihm das Buch gegeben? Naja, der Priovin. Hieß er, glaube ich, den ich losgeschickt habe. Und ihr habt angefragt, ob ihr ein Buch über Priuslob bekommt und bekamt es? Ja, natürlich. Wollt ihr mich zum Narren halten? Nein. Das sind Bücher, die unter Verschluss stehen. Naja, offensichtlich nicht auf dieser Insel. Nicht einmal ich habe diese bekommen. Ja, dann fragt euch mal, warum. Nun, ich denke, das kann zweierlei bedeuten. Das eine kann sein, dass wir einen Verbündeten haben, von dem wir nichts wissen. Das würde diesen kolossalen Zufall erklären. Oder es zeigt uns, dass Fex ein noch größerer Gott ist, als man in meiner Heimat glaubt. Es ist ganz offensichtlich, dass dies das Werk Prios ist, der uns auf den rechten Weg lenken wollte. Es ist ganz offensichtlich, dass man euch dieses Wissen vorenthalten wollte, weil ihr zu tief gebohrt habt und ihr in den Augen der auf Ilaskan Ansässigen durchaus Macht und Einfluss besitzt. Deshalb hat man euch dieses Buch auch nicht gegeben. Dieses Gespräch möchte ich in eurer Kapitänskajüte fortsetzen, jetzt. Ja, wollt ihr ein paar Preisblumenkerne? Ich habe noch einige. Haltet euren Mund. Lasst den Kurs überprüfen und wieder Fahrt aufnehmen. Fahrt aufnehmen, Segel setzen, volles Rohr! Ja, ich würde mich nochmal Dragan zuwenden. Der Sonnenmarschall brüllt zu seinem... Ja, der Sonnenmarschall brüllt zu seinem eigenen Kapitän. Lasst ebenso Segel setzen. Ich werde mich später zu euch wieder rüber begeben. Kurs Yandraskan! Ja, derweil könnt ihr sehen, wie Rafim zu euch kommt. Ja, das ist für später. Also, Sonnenmarschall. Was wisst ihr denn noch oder wisst ihr gar nichts? Ich konnte selbstverständlich nicht offen sprechen. Deswegen hatte ich euch diesen Botenjungen geschickt. Kam er zu euch? Kam er. Immer den Fischer? Ja, den meinte ich. Gut, ihr wart zwar bei mir und hattet mich aufgesucht, aber nun, ich konnte diesem Sardini nicht trauen. Er war ein Mann von dem Wahrer der Ordnung. Und er spricht die Wahrheit, sollte der Wahrer der Ordnung ihn gefragt haben. Ich wollte deswegen so ausweichend wie möglich antworten. Es sind wahrhaftlich finstere Zeiten, dass solche Maßnahmen notwendig sind. So, schließ die Tür.
Es gibt keinen Zufall. Und ich glaube nicht, dass das Hexenzahn war, der euch dieses Buch in die Hand gedrückt hat. Nun, was glaubt ihr denn? Ich glaube auch nicht, dass das etwas mit Praios zu tun hat. Ihr vermutet einen Verräter? Nein. Nicht im eigentlichen Sinn. Hm. Wenn ihr ein Buch bekommt, was ihr nicht angefragt habt. Eine Falle. Ich verstehe. Nun, lass mich die Schriftstücke sehen. Bitte. Hier auf dem Tisch. Er durchfliegt sie kurz. Ah, das ist zumindest das alte Siegel. Kateis Mond. Guderin Lumina. Storus Luminis. Güldenhalle Praios. Das sind genau die Schriftstücke, die ich brauchte. Warum sollte sie also euch jemand zuspielen? Das ist die Frage. Eine Falle vielleicht? Ja, aber eine Falle, die man euch nicht stellen wollte. Ist euch eventuell aufgefallen, dass mit der Insel etwas Merkwürdiges geschieht? Die Sonne scheint nicht. Exakt das meine ich. Ich habe euch selbst darauf angesprochen. Aber wie ihr ja sagt, ihr konntet nicht offen sprechen. Was also ist eure Deutung dieses Phänomens? Wie ich eben sagte, es gibt keinen Zufall. Und wir befinden uns auf der Quanions-Queste. Also ist die Insel gewissermaßen Praios verflucht, weil er sein wachsames Auge nicht mehr darauf richtet? Nein. Wenn Praios euch verflucht, dann merkt ihr das. Die Priesterkaiser mögen ein merkwürdiger Haufen sein und ehemals waren sie verdammungswürdig. Das, was von ihrem Erbe übrig geblieben ist, ist nur noch ein Schatten. Aber nein, die Insel selbst ist nicht das Problem. Und Praios sieht wohl mit seinem Auge auf diese Insel herab, sonst hätte er uns keine Quanion dorthin gesendet. Nun, aber was ist es dann? Nun, das ewige Licht kämpft mit dem Saatkorn des Herrn der Rache. Das heißt, auch sein Blick ruht auf dieser Insel. Und ich vermute, dass seine dritte Partei sich ebenso eingeschaltet hat in diesen Kampf. Nun, offensichtlich sind es 4 Parteien. Wir sind ja auch mit dabei. Wir sind hier unter uns. Welche dritte Partei meint ihr? Ich meine den 13. Was könnte der damit zu schaffen haben? Das weiß ich nicht. Ich schau mal Rafim ungemütlich an. Ja, dazu wissen wir überhaupt nichts, richtig? Ja, dazu wissen wir gar nichts. Menschenkenntnis! Ja. Wir ließ nicht mirakeln, aber das ist alles, was ich dir gebe. Ja, ich kann ja mal überreden. Chip für die 18. Chip für die 18. Alter, da würfelst du auch noch so einen Stuss, ne? Okay, warte. Nee. Jetzt hab ich, Okay, wenn ihr eine 4 habt. Wie viele Folge hast du? Alter. Nicht mal Tsunamin schafft das. Wait, 14 könnte ich schaffen. Mach mich kurz rechnen. Ist, 8 hast du. Da kommt dann noch ein Rücken drauf. Hast du nicht Erschwernis, jemand? Obwohl, ja, ich krieg deine TRP-Sterne als Erschwernis. Und zwar, ich habe dann über, was bin ich maximal unter? Ah, ihr müsst dir 14 überbieten. Warte, ich kann maximal... Ich kann maximal 10 packen, shit. Ich probier's nochmal. In dem Mirakel wird das drin, aber es erscheint mir gerade... Und ich habe vergessen, ich habe die Erleichterung vergessen. Ihr macht die ganze Probe. Warum habe ich das geschippt? Ihr wollt heute kämpfen. Bin ich dumm? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was bin ich denn für ein hirnloser Sack? Du kannst ihn verbrennen. Verbrennen werde ich ihn heute sowieso. Das steht außer Frage. Einfach mal aus Jux.